Ja, und somit wieder ein recht herzliches Willkommen zu Jurassic World Evolution 2. Zuerst fand ich den gefallen. So, wir machen hier instant weiter, Freunde. Schauen wir mal, wie es unseren Freund hier geht, den Brü001. Der speist hier gemütlich seine Fischchen. Alles im grünen Bereich. Alles zu 100% perfekt. Dann passt das auch. Super, perfekt. So, Freunde. So. Müssen wir nicht vorher den Zaun bauen? Nein, wir machen alles so, wie es hier steht. Finde und betäube die folgenden Spezies in der Umgebung. Ziceratops. So, dann müssen wir. Können wir das so machen? Anlagen. Agenten. Nee, so. Pass auf mal. Na, Transport war es nicht. Oder müssen wir da direkt hin zum Hubschrauber? Warte mal. Einsatz. Aufgabe hinzufügen. Ne, wir fliegen mal direkt, oder? Betäuben, genau. Let's go. Die Richtung müssen wir, da wird schön angezeigt. So, vielleicht nach links. Ach, herrliche, die große Welt. Die, unfassbar. Sehr cool. Ah, hier bei dem Wasserreservoir sind die. So. Ich habe gesehen, euch gefällt das Spiel auch. Danke für die Likes auch natürlich und für die Kommentare. Immer wieder gerne gesehen. So, holen wir uns da ein bisschen Kohle rein, einfach so nebenbei, oder würde ich sagen? Ja, 42.000. Das sieht man doch gerne mal. Zielmodus. Zack, zwei Treffer. Haben wir auch. Komm, 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 komm. Uah, also das Ziel ist halt ein bisschen, ist halt kein Battlefield, muss man sagen. Passt soweit, oder? Ja, perfekt. So, dann können wir hier noch einmal auf Transport, glaube ich, gehen. So funktioniert das. Auswählen. Achso, müssen wir die einzeln oder wie? Warte mal, kann ich die nicht? Ah nein, Moment, 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 Freunde, Moment. Bauen, jetzt steht das. Bauen ein neues Gehege. Warum kommt das Nahrungsbetäuben? Verstehe auch nicht. Und transportiere die Spezies dorthin. Isoliere die folgende Spezies von den anderen. Ja. Bauen mit dem Zaunwerkzeug neue Gehege. Ja, das sind wir eh schon. Ist da eine Vorgabe sonst? Da haben wir ein Tor, da haben wir Zäune, ein Tor haben wir da drüben eigentlich. Was ist eigentlich, wenn wir uns ein Tor da dazwischen reinklatschen? Machen wir das mal. Vielleicht bringt das ja was. Frage ist nur, wenn das aufgeht, wenn wir nicht so schnell da wenn durchgehen. Dann vielleicht kann der mit seinem Auto dann da schneller durchfahren, eventuell. So. Was haben wir hier? Was ist das? Kleiner elektrischer Zaun. Sind wir da? Moment, noch einmal. Lass mich noch mal kurz schauen. Gehege. War das das gerade? Ja, das war das. Zäune. Das ist ein Tor. Futterstation. Nee, wir brauchen mal einen Zaun. Okay. Passt. Jo. Achso, Moment. Ah, da haben wir so einen weißen Idealstrich wieder. Zack, noch einmal. Ja, das ist ja, glaube ich, so weit okay, oder? Das wird schon passen. Schön, dass das so ideallinientechnisch ein bisschen vorgegeben ist. Ups. Die Kamera ist hin und wieder nicht ganz da, wo ich will. Das heißt, so, jetzt snaps da schön ein eigentlich, muss man sagen. So. Ja, die Flucht sieht man nicht ganz so geil, aber macht nichts. Ja, okay. Moment, wir müssen da noch ein Stückchen.
Ein Stück, ja, so viel geht's da. Ja, das ist, ja, ist ein bisschen doof, aber macht nichts. Wenn wir nicht 100 pro gerade sind, und das für eine Kurve. Ja, so passt das, oder? Ist da jetzt. Ja, das passt schon. Schaut schon ein bisschen komisch aus, aber ja. In der Natur ist auch nicht alles gerade, oder? So, müssen wir jetzt. Brauchen wir jetzt noch Strom eigentlich? Nee, oder? Da haben wir eine Einfahrt, das passt soweit. Zwei Tore, das funktioniert. Ja. Könnten wir sie eigentlich hier rein platzieren? Ja, das schaut ja relativ, ja, ziemlich gleich groß aus wie das drübere. Das sollte ja ganz gut passen. Ja, gut, machen wir nach Ding. Aber ich sag mal, Wasser werden sie auf, hoppala, auf jeden Fall brauchen. Machen wir mal in der Mitte einen kleinen See. Da noch was. Ja, lassen wir das mal, oder? So, perfekt. Und jetzt gehen wir aber wieder zum Transportieren. Verdammt, wo sind denn die jetzt wieder? Sollte da gewesen sein, glaube ich. Jawohl. Moment. Genau. Produkt ein. Genau. Kann ich da nicht mehrere auf einmal? Obwohl, ja, so geht es ja noch Zum einigermaßen. Einsammeln des Produkts Oh, ins unterbrochen. Wasser rein. So fließt es auf das nicht ab. Und noch einmal, wie viele Hubschrauber haben wir eigentlich? Unterwegs, Zack! um Produkt einzusammeln. So, Produkt. Sehr gut. Da holen sie sie ab. Sehr schön. Da wird das raufgezogen, das Tier. Transporter begonnen. Wunderbar. Ich frage nur, wo die drei Helikopter Beginnender herkommen. Aus dem Nichts hier. Ja, okay. Produkt unterwegs. Bin schon gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, mal schauen, wie lang es uns Spaß macht. Meistens, wenn es dann irgendwie zu viel wird, dann wird es auch ein bisschen stressig und ja, mal schauen, mal schauen. Also, da sind wir noch lange nicht. Solange das einigermaßen vernünftig ist und das Spaß macht, bleiben wir dann natürlich am Start. Gar keine Frage. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich gleich einmal schauen. Die zwei Punkte sollten wir eigentlich erreicht haben. Also, das hier. Na, das ist eigentlich eh verbunden, also das sollte eigentlich passen. Theoretisch. Transport abgeschlossen. Produkttransport beendet. Dann werden wir gleich einmal schauen. Bestätige Produktzustellung. Wieso kann ich denn jetzt nicht. Achso, ich muss ja. Okay. So, okay, warten wir mal, das rennt jetzt gleich ab, aber wir schauen einmal, was der. Achso, wir müssen ja vorher. Ja, okay. Okay. Wir müssen den ja wieder zuteilen. Wo ist denn der wieder? Agenten? Nee, kein Agent. Achso, Insgesamt okay. würde ich sagen, dass sich die Situation verbessert. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in den Griff bekommen. Aber ich mache mir auch Sorgen. Insbesondere um die Biodiversität. Doch jetzt sollten wir die Saurier erst einmal in Sicherheit bringen und zusätzliche Ja. Beobachtungsgalerien zur Okay, Überwachung der klar. Tiere bauen. Eine Plattform von. Eine Plattform. Oh Gott. Territorium. Saurier. Der gleichen Art bilden ein Territorium um sich herum, während sie sich bewegen. Soll beachten bei der Bestimmung ihrer Komfortstufe nur den Bereich innerhalb ihres Territoriums. Okay. Territorium, das nicht häufig besucht wird, schrumpft im Laufe der Zeit, um der Sache zu entsprechen.
Eine Plattform ausgehend der Saurier aus nächster Nähe sehen können. Saurier ziehen nur dann neue Agenten, wenn sie so also kurz sichtbar waren. Kann vielleicht Sicht, dass dann irgendwie direkt damit ging. Hier geht so eine angeschlossen werden. Ja, drehen, genau. Ja, da hat er ja eigentlich eine Top-Übersicht, würde ich sagen. Nur mal so testhalber. Geh mal dahin. Ja, dann das da hinten nicht. Nee, machen wir das lieber da mal. Notfall können wir doch immer woanders hin platzieren. So, eigentlich. Ja, passt. Wunderbar. Da müssen wir noch eine Street bauen hier. Street. Na, wie kann der? Ist das nur. Ah, so genau. Na ja, gut, wir könnten natürlich ein bisschen. Na gut, kletten können wir es vielleicht dann noch immer. Jetzt der. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Zu. Gerade Kurve umschalten. Abrissmodus. Genau. Schauen wir mal. Zack. So, jetzt sind wir wieder gerade drauf. Das passt soweit. Ja, da waren wir nicht generell nicht ganz so gerade, aber so passt das, jawohl. Wunderbar. Angeschlossen, ja, sehr schön. Das passt, soll ich für Komfort haben. Achso, warte mal, da müssen wir, glaube ich, unseren Rangern Aufgabe hinzufügen. Auffüllen, ne, Patrouille, was? Warte mal, vielleicht geht das einfach so. Zack. 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 Klappt das? Kommen die daher? Vor allem die Frage ist. Checkt er das, dass er da durchfahren kann? Oi, fährt jetzt durchs Wasser da hinten? Oi, 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 oi. Ah, das geht jetzt, der fährt sogar einfach durchs Wasser durch, okay? Okay, das klappt einmal. Jetzt fährt er da. Okay, da haben wir eben schön. Ja, ob das so schlau ist, ich weiß es nicht. Erstens ist die Tür ist immer offen, da könnte wer durchgehen. Und die Gefahr, wenn er hinten durchfährt, dass ihn einer angreift, ist natürlich auch gegeben. So, jetzt hat er die. Okay, jetzt fährt er wieder retour. Gut, wir können so im Notfall noch, wenn es aber wirklich was passiert, mal umtun, aber so ist der Weg eigentlich kürzer. So, haben die alle dasselbe Bedürfnis eigentlich? Ich weiß nicht. Komfort, das müssen wir wieder hochbringen. So. Bestand. Nee, Wasser könnten wir ein bisschen hoch. Gemahlener Fee. What? Gemahlener Wasser. Gemahlener Faserstoff. Gemahlener Faserstoff oder was? Probieren wir das mal. Perfekt. Dann ist er in einem Bereich, haben sie gesagt, oder? Und dann ist sowieso der dritte. Ich habe getürmt, also der liegt auch da, okay. Du mal so rundherum ums Wasser ein bisschen. Ja, das passt ja. Dann können wir noch vielleicht einen dicken Wasser geben.
Aber wir sind ja bei 100%. Aber wenn es ein bisschen mehr ist, kann es ja auch nicht schaden beim Wasser, oder? Da so viele Tiere frei Aber 100%, herumlaufen, ja, müssen wir passt so viele schon. wie möglich einfangen. Wir können unsere Bemühungen von einem Expeditionszentrum aus koordinieren. Lass uns eins bauen und dann sehen wir weiter. Ich glaube, da sind jetzt alle zufrieden, oder? Ja, perfekt. So, nächstes Gebäude haben wir. Was haben wir gleich auf der Uhr? Nur so am Rande 15 Minuten. Ja, perfekt. Und das machen wir jetzt noch auf jeden Fall in dem Bad, würde ich sagen. Expeditionszentrum ermöglicht es Wissenschaftler auf Lebensfang-Expeditionen zu. Ah, okay. 75.000 Tausi. So, können wir das? Müssen wir das irgendwo speziell hin tun? Nee, aber ich sage mal, da in die Richtung. Mit Straßenanbindung da nach vorne. Wobei, machen wir so, dann haben wir hier den Heli auch in die Richtung, so wie das drübere Gebäude. Kann ich das Winkelsnap umschalten? Ah, perfekt, der richtet das aus. Viereck, ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut hier. So, Junge, dann gib mal hier eine Straße her. Ja, die muss ja hier gar nicht so krass rausgehen eigentlich. Ja, perfekt. Optimal, Freunde, optimal. Das gefällt mir. Ja, das ist schön platziert hier, das mag ich. Da können wir nicht optional dann ein bisschen noch rüber gehen, vielleicht das Ganze glätten oder so, oder wie auch immer, dann nach hinten, oder wie auch immer. Sage ich nicht nein. Claire meinte, es gäbe da ein paar Kandidaten. Strom haben wir genug, oder? Hoffentlich ist da einer, der so hart im Nehmen ist wie ich. Aber wir können aber dem... Oh. Wissenschaftler sind wichtige Angestellte, die Spezialaufgaben übernehmen. Okay. Du suchst die Rekrutierungsseite, um zu sehen, welche Wissenschaftler angestellt werden können. Wissenschaftler haben drei Arten und Fähigkeiten. Logistik, Genetik und Wohlbefinden. Jede Aufgabe hat eine Reihe von Fähigkeiten, welche die zugewiesenen Wissenschaftler erfüllen müssen. Das Überschreiten einer speziellen Fähigkeit verringert die Zeit und kostet Aufgabe. Alles klar. Rekrutierung und Kontrollzentrum und neue Wissenschaftler. Ja. Ich will nur kurz schauen. Strom. Treibstoff 10. Zeit bis aufgebraucht 2 Minuten. Das ist aber nicht so geil. Notfallgenerator sorgen, wenn irgendwie Strom. Bla bla bla. Notfallgeneratoren verbrauchen Treibstoff, während sie für Strom sorgen. Also nutze sie mit Bedacht. Platziere Notfallgeneratoren, um wichtige Einrichtungen zu versorgen und lasse immer gut gefüllt, damit sie reparieren können, wenn der Strom ausfällt. Also es ist ein Notstromaggregat. Da habe ich keinen normalen Strom, oder wie? Auffüllen. 400. What? Plus 50 Treibstoff. Da knallt noch einmal was rein. Okay, passt. Ja, habe ich jetzt sonst noch? Schutzraum? Kontrollzentrum? Ist das aktuell mein einziger Strom, oder wie? Wie war denn das noch einmal? Hm. Ich habe nur das Notstromaggregat, oder wie? Okay. So, ansehen. Okay. Datenbank? Nee. Wissenschaftler. Ah. Neu hinzufügen? Okay. Rachel Amrita oder Yash Bidi? Amrita Reddy. Rachel Farias. Oh, Amrita. Schaut alles so ein bisschen indisch aus in die Richtung, kann das sein? Aber gut. Reduziert das Gehalt um 50%. 5.750 Dollar pro Minute. What? Was hat die für einen Stundenlohn? Das ist ja nicht normal. Alter Schwede.
Aber Genetik 0, Wohlbefinden 0. Boah. Schwierig. Verringert die Aufgabendauer für die Forschung um 50. Reduziert das Gehalt um 50. Erhöht alle Fähigkeiten um 1. Rekrutieren 200. Alter Schwede. Ja, schwierig. Boah, Wohlbefinden. Ja, komm, nehmen wir die teure. Es hilft ja nichts. Die will auch extrem viel, aber ich will mal eine gute einstellen. Können wir noch eine einstellen? Siehst du das, Claire? Ah, die Ja, billige, na klar. günstige. Komm, nehmen wir auch mit. Dies ist unsere erste Perfekt. Gelegenheit für einen Lebendfang. Das müssen wir sehen. Weise dem Wissenschaftler, den du gerade eingestellt hast, diese Aufgabe zu. Owen, bist du da? Du bist Weiße der noch stumm Leben. geschaltet. Fangexpedition Entschuldigung, ja, eine gute Wissenschaftler Idee. Was haben wir zu. zu verlieren? Naja, außer einem neuen Rekruten. Upgrade. Was soll ich tun? Okay. Ein Saurier bei Las Vegas ist gefährlich nah an Menschen herangekommen und unsere Agenten wurden gewarnt. Es wurden zwei Verletzte gemeldet. Wir müssen ein Lebendfangteam losschicken, um die Gefahr einzudämmen. Das Event bleibt so lange auf der Expeditionskarte. Zum Vorfallbildschirm. Was hat er gesagt? Las Vegas? Da müssen wir darüber, oder? Ja. Ah, ich kann mal ein bisschen rauszoomen. Anforderung 5 Wissenschaftler. Generalistisch, what? Okay, Wissenschaftler zuweisen, haben wir Aufgabe starten, Viereck. Let's go. So, das Bevor was die wird? Fernfangteams zurückkehren, sollten wir Gehege für die Saurier vorbereitet haben. Wie Oh. eine Art Willkommen zu Hause. Okay, noch ein Gehege bauen. Okay, was sagt die Zeit eigentlich? Ah, oh, wir haben schon 22. Ja, dass es nicht zu fad wird für euch, würde ich ja fast sagen. Ich überlege mir jetzt, wo ich noch ein Gehege hier hinzufüge. Was haben wir hier? Und dann schauen wir uns das einmal gemütlich an. Da kommen schon ein paar. Alle im selben Outfit. Kann man gar nicht. Warte, bis die Lebensvergabe abgeschlossen ist. Ja. Und wir müssen dann. Ja, da schauen schon ein paar. Ich überlege mir gerade, ob ich daher hinten ist ein bisschen doof. Ja, mit einem Abstand vielleicht. Oh. Okay, da ziehen wir uns noch rein. 4 von 4 gefangen, okay. Stregosaurus. Wird an deinem Bar geliefert. Bist du bereit, ihn zu transportieren? Gib mir 2 Minuten. So, haben wir jetzt wirklich nur 2 Minuten? Ja, wirklich nur 2 Minuten. Oh weh, Freunde. Warte, ich muss mal kurz speichern hier auf Bernie. Zack. Speichern, genau. Können wir trotzdem auf Pause gehen? Ich hoffe. Warte mal, 53, ja. Wieso ist denn da jetzt so ein Stress auf einmal? Das muss ich da wirklich. Ja gut, aber bis die dann losfliegen, ja, da muss man halt, müssen wir halt. Da muss ich halt ganz schnell sein jetzt. Gespeichert habe ich's. Und ich würde sagen, nächstes Mal, wenn ich den Zaun gebaut habe und die kommen, werde ich euch dann wieder mit reinnehmen in das Game. Wenn ich jetzt schnell hier Zaun baue, das will jetzt keiner mehr sehen. Wir haben einen schnellen, knackigen Bart wieder so von 23, 24 Minütchen, oder? Was sagt er gerade? 24, ah, es geht wahrscheinlich jetzt 25 rein, bis ich jetzt fertig bin.
Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, dann sage ich jetzt schnell Tschüss. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch mit dabei, wenn wir die nächsten Tiere bekommen. Also, ich bin raus. Danke fürs Einschalten, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, wollt ihr noch ein Bart sehen? Dann puncht doch den Like-Button. Je mehr, desto eher kommt ein Bart natürlich. Und ich bin auch mehr motiviert, auf jeden Fall weiterzumachen. Also puncht locker drauf auf den Daumen da oben. Dann sehe ich, ihr wollt weiterschauen. Das würde mich echt freuen. Also Freunde, bis dann. Ciao, ciao.